Hey ja, wir sind hier wieder bei FIFA 17. Die Werder Bremen Karriere ist jetzt seit gut einer Woche vorbei und jetzt starten wir mit Borussia Dortmund. Und ich muss sagen, ich freue mich auf die Mannschaft und wie ihr schon anhand des Thumbnails erkannt habt und vielleicht auch an dem Titel, es sind bis jetzt alle Bundesliga-Transfers gemacht, die am Mittwoch um 23.27 Uhr bestätigt sind. Und muss ich auch zugeben, manchmal Transfers, die in echt noch nicht hundertprozentig durchzogen sind, aber man davon ja sehr stark ausgeht, dass die passieren. Und es ist halt noch nicht FIFA 18, heißt, wenn nicht alles perfekt ist, ist es ja auch nicht so schlimm. Zum Beispiel meine ich damit jetzt Alario, der ja mehr oder weniger jetzt schon nach Leverkusen gewechselt ist, aber da gibt es ja noch ein paar Probleme mit ja der jetzigen Mannschaft oder jetzt nicht mehr jetzigen Mannschaft von Alario. Naja, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt einmal an, wie wir mit Dortmund spielen werden, denn in diesem Part wird es noch keine Spiele geben. Ich werde euch jetzt gleich einmal erklären, wie das jetzt einmal ablaufen wird in dieser Karriere und so weiter und so fort, denn wir haben noch ungefähr einen Monat, dann kommt FIFA 18 schon raus und meine Fresse bin ich gehypt auf das Spiel. Und keine Sorge, das Video zu FIFA 18, zu den Bildern, die bis jetzt geleakt wurden, kommt noch ein Video. Und auch das FAQ, ne? Habe ich nicht vergessen, keine Sorge. Und genau, wie läuft dieses Let's Play jetzt eigentlich hier noch ab? Und zwar werden in jedem Part drei Spiele vorkommen, ja, richtig drei. Zwei davon werden wir spielen, eins werden wir simulieren. Ich weiß, ich habe nicht viele Fans vom Simulieren dabei, ich bin ja selber kein großer Fan davon, aber man kann es ja mal gucken und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen in dieser Karriere. Ich hoffe natürlich, dass wir eine Saison hinkriegen, das ist so das, was ich mindestens schaffen möchte, denn wir sind natürlich im DFB-Pokal, in der Bundesliga und in der Champions League, ja. Und dann in der Champions League auch die Vereine, die mittlerweile in echt drin sind. Wir gucken auch einmal kurz auf die Tabelle, denn es sind auch drin, wo sind sie, VfB Stuttgart und Hannover 96 sind natürlich auch mit dabei. Muss halt einfach sein, die sind halt aufgestiegen. Da habe ich die ausgetauscht mit Ingolstadt und Darmstadt. Wie gesagt, drei Spiele, eins davon wird simulieren. Ansonsten so, wie man es kennt, vielleicht teilweise ein bisschen schneller als sonst. Ich freue mich auf jeden Fall richtig. Wenn ihr auch darauf Bock habt, würde ich mich auch mega über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und natürlich auch über Kommentare, was ihr davon haltet. Ein paar haben ja sogar tatsächlich richtig gelegen. Ein paar haben auch mit Eintracht Frankfurt gerechnet, wegen der Fanfreundschaft zum MSV Duisburg. Aber ich habe mich für Borussia Dortmund entschieden, da ich Borussia Dortmund auch sehr, sehr mag. Und ich habe schon öfter gesagt, dass ich auch sehr starke Sympathien für Dortmund habe. So, dann kommen wir jetzt auch mal zu den spannenden Sachen. In diesem Part wird es noch keine Spiele geben, das ist jetzt nicht sonderlich spannend, wenn ich ehrlich bin. Sondern es wird so ablaufen, dass es ab dem nächsten Part dann richtig losgeht. Wir werden jetzt quasi bis zum ersten Saisonspiel simulieren. Ich habe auch keinen Freundschaftsspieler so gestartet. Und ach ja, was auch noch wichtig ist, es gibt keine Transferphase. Ich habe die allererste Transferphase ausgeschaltet, weil die endet jetzt auch bald in echt. Und ich will da mal so mit den Spielern bzw. gegen die Mannschaften spielen, wie die dann halt auch in echt ähnlich spielen würden oder sonstige Kacke. Halt, ich will nicht, dass sofort ein Alaba verkauft wird oder sonstiges, sondern ich will einfach, dass jetzt die realistischen Mannschaften spielen, wie es halt so ist. Na, dazu könnt ihr auch mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben und natürlich, wenn es euch gefällt, einen Daumen da lassen. Das mit André Schürrle stimmt nicht mehr ganz, denn das war vor zwei Jahren. Wir schauen jetzt auch mal auf den Kader und ihr könnt sehen, wir haben zum Beispiel Jarmolenko und das ist gar nicht so einfach. Ich habe den selbst erstellt. Das Nervige ist, du kannst ja beim Erstellen keine linken und rechten Flanken erstellen, sondern du musst dann entweder Stürmer oder rechten Stürmer oder linken Stürmer machen. Ich habe den jetzt als rechten Stürmer ausgewählt. Und das Lustige ist, dazu hat sich auch einer in meinem Spieler erstellen Video geäußert. Der hatte nämlich genau dasselbe Problem mit Jarmolenko, was schon ziemlich lustig ist. Und ich habe mich entschieden, mit Dortmund hauptsächlich wirklich die Formation zu spielen, die derzeit auch in echt spielen. Das 4-3-3 mit ordentlich Tempo. Und ihr seht auch, dass die Punkte teilweise von den Spielern ein bisschen bearbeitet sind. Götze hat, glaube ich, mittlerweile nur noch 81 oder 80. Ich habe den auf 83 erhöht, weil er ja mittlerweile wieder stärker ist. Şahin sowieso von 79 auf 83, weil er mittlerweile die Schaltzentrale in Dortmund das Spiel ist. Ich schätze das jetzt einfach mal so, ne? Vielleicht kommen jetzt wieder Leute mit, oh, voll overpower, Digga, ey, voll der Spacken, Alter. Ich habe es einfach realistisch gefunden, deswegen habe ich das ein bisschen angegleicht. Wie gesagt, Jarmolenko hat 83. Das Problem ist, er ist selbst erstellt. Der wird wahrscheinlich im Laufe der Karriere die 90 erreichen. Ist nun mal so. Wer sich jetzt wundert, warum denn hier nur 26 ist und nicht 27, ihr dürft nicht vergessen, dass das alles jetzt gerade ein Jahr zurückgeschaltet ist, mehr oder weniger. Und viele haben sich ja auch beschwert bei Dortmund über die Verpflichtung von Jarmolenko. Da möchte ich auch kurz meine Meinung zu sagen. Ich glaube, Jarmolenko ist gar nicht als rechte Flanke eingeplant. Ich glaube tatsächlich, dass Aubameyang vermutlich nächstes Jahr Dortmund verlassen wird und Jarmolenko jetzt schon ein bisschen an die Stürmerposition gewöhnt wird. Denn Jarmolenko und Aubameyang sind doch schon relativ ähnliche Spielertypen, muss man sagen. Beide schnell, beide groß. Jarmolenko ist einfach mal 1,89 riesig. Ja, das ist... Okay, 1 cm größer als ich. Das ist... Okay.
Auf jeden Fall ist er halt groß für einen richtig schnellen Fußballspieler. Einmal hier, damit ihr die Werte seht, hat einen Sprint von, beziehungsweise Antritt von 84, Sprint 85 und so weiter und so fort. Das Problem ist, ich kenne den Spielertypen Yarmolenko nicht besonders gut. Ich habe mich halt eher so reingelesen, was Yarmolenko und so angeht. Ne? Ich hoffe, das ist so in Ordnung mit 83. Wie gesagt, leider selbst erstellt, deswegen wird der vermutlich, keine Ahnung, mega durch die Decke gehen in dieser Karriere. Und dann kommen wir auch zu Maximilian Philipp, den habe ich auch hochgemacht. Der hat, glaube ich, 76, das finde ich nicht ganz passend nach der letzten Saison, die er gespielt hat, und jetzt ist er bei Dortmund. Zeigt auch richtig gute Ansätze. Und den habe ich dann halt, ja, auch ein bisschen höher gemacht und viel habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Dribbelwert ein bisschen hoch, jetzt ist er sogar Dribbler, okay. Könnte man sich jetzt super beschweren. Da war natürlich noch ein André Schürrle und ich muss sagen, ich komme mit André Schürrle auf der rechten Flanke in FIFA extrem gut klar. Und ich freue mich riesig, mit dieser Mannschaft zu spielen. Also muss ich echt sagen. Und Pulisic kennen wir alle. Den habe ich aber auf 76 gelassen, weil er halt eben so ein Riesentalent ist. Dann haben wir natürlich noch Weigel, Toprak auf der Bank. Ich habe natürlich ein paar Freundschaftsspiele so gespielt, um zu gucken, ob das alles so funktioniert. Und heute bestätigt, Toljan ist jetzt ein Dortmunder. Finde ich mega klasse. Also ich finde den Jungen als Außenverteidiger richtig gut. Bei uns wird er hauptsächlich Rechtsverteidiger spielen und an Piszczek-Position herangeführt werden. Da ich glaube, dass sie das auch in echt machen wollen. Weil Piszczek ist jetzt auch schon mittlerweile in echt, ja, 32 Jahre alt circa. Wer weiß, wie viele gute Jahre der noch hat. Und dann hast du einen Toljan, den du da langsam anführst. Oder, Pasalak 2 Jahre verliehen. Also Dortmund hat da einen richtig guten Deal gemacht. Ich habe irgendwas von 7 Millionen circa gelesen. Und, Subotic ist natürlich auch noch da auf der Reservebank, genauso wie Durm. Die würde ich dann vielleicht in der Wintertransferphase verkaufen. Genauso mit Park Yo-Ho. Yo-Ho! Ja, genau. Und da gibt es halt noch so ein paar Gesichter, ne? Ich glaube, Durm wollten sie dann echt eh loswerden, haben es aber nicht geschafft an Stuttgart und Subotic. Muss man mal schauen. Subotic ist natürlich ein riesiger Sympathieträger in Dortmund. Und muss man mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mich entschlossen, wie gesagt, erstmal in dem 4-3-3 zu spielen. Das ist dann so die Anfangsformation. Könnt ihr ja auch mal was in die Kommentare zu posten. Und ich muss ehrlich gestehen, was Dortmund in den ersten Ligaspielen abgerissen hat, das war ja unglaublich genial. Also, die haben ja sowas von dominierend gespielt. Wolfsburg, okay, Wolfsburg kann man nicht einschätzen, ne? Jetzt nach den ersten, also ganz schwer. Glücklich gegen Frankfurt gewonnen, sehr glücklich sogar. Aber ansonsten hat halt Dortmund den Grund und Boden gespielt. Und anders sah es halt auch nicht gegen Hertha aus. Also Dortmund spielt derzeit richtig, richtig krass. Und das freut mich, muss ich gestehen. Vielleicht kriegt der Bayern doch nochmal einen Arschtritt. Diese Saison wäre schön. Kommen wir zurück zu FIFA 17. Ich habe mir nämlich noch eine Formation ausgedacht. Und zwar diese standardmäßige, die Tuchel damals hat oft spielen lassen. Ein 3-4-3. Fand ich auch ganz gut, kam mit dem Kader sehr gut machen, muss ich gestehen. Aguero dann übers linke Mittelfeld oder linke Verteidigung. Castro, der auch früher sehr oft Rechtsverteidiger gespielt hat, habe ich jetzt ins rechte Mittelfeld gespielt und gestellt. Und darüber natürlich Yarmolenko, Reus und Aubameyang. Ja, Reus ist ja echt noch sehr lange verletzt, leider bis circa 2018, was schon hart ist. Aber wir haben ja Maximilian Philipp und ich glaube, der wird in Dortmund auch noch ziemlich krass werden, so als Marco Reus Auswechseltyp, weil Marco Reus kennen wir alle, muss öfter mal ausgewechselt werden. Ich werde euch jetzt auch einmal kurz zeigen, wie der gute alte Yarmolenko denn aussieht, weil den gibt es ja im Spiel nicht, den habe ich ja selbst erstellt. Ich habe mir dann dazu ein paar Bilder auf Facebook und so angeschaut, beziehungsweise Google, und dann noch das Bild, wie er bei Dortmund vorgestellt wurde. Ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden. Ja, könnte auch ganz gut von FIFA sein. Ich glaube aber, der hat nicht so ein enges Trikot, wenn ich mich nicht irre. Ach, ist egal, ich mache einfach Teamstandard. Ich fand es ganz in Ordnung, ne? Könnte man FIFA abkaufen, wenn er kein richtiges Gesicht hat. Finde ich in Ordnung, könnt ihr auch mal eure Meinung zu sagen. Die Schuhe sind sogar auch von Nike, die er auch in echt trägt. Von daher passt es eigentlich ganz gut. Und hier, falls ihr Toljan im BVB-Trikot sehen wollt, hier bitte. Mehr oder weniger. Toljan kennen wir ja auch ein bisschen aus der Werder Bremen-Karriere letztes Jahr. Im Übrigen werde ich wohl kaum mit diesem Dortmund-Trikot spielen. Ich werde wohl das dritte Trikot nehmen, was jetzt so hauptsächlich gelb ist, weil ich das einfach schön finde. Und es ähnelt den echt mittlerweile ein bisschen mehr. Heißt, wir spielen mit diesem Kader, ne? Es wird keine Wechsel geben. Ich werde natürlich hier die Trainingseinheiten vollkommen durchziehen. Hier seht ihr auch, wen wir trainieren. Wir haben hier Guerrero da drin, wir haben Philipp da drin. Wir haben Pulisic natürlich drin, Weigel und Toljan. Eigentlich müsste ich auch noch einen Dahoud reinnehmen. Aber Dahoud, muss ich gerade generell sagen, dass es gar nicht so einfach ist, für den eine Position zu finden gerade. Weil Weigel möchte ich auf jeden Fall auf der Bank haben. Ich möchte aber auch eigentlich einen Schürrle und einen Pulisic drauf haben, weil ansonsten müsste ich das so machen, dass ein Pulisic draußen ist. Aber das bring ich derzeit einfach nicht übers Herz. Obwohl Philipp, muss ich gestehen, auch über die Außen geplant ist. Entweder links oder rechts. Schürrle natürlich auch. Obwohl er auch mal Stürmer spielen könnte. Pulisic sowieso. Und Yarmolenko dann bei mir in diesem Jahr auf jeden Fall der Ersatzspieler für Aubameyang sein wird.
Beziehungsweise ich will den auch halt auch mal über die rechte Flanke ausprobieren. Weil ich bin echt der festen Meinung, dass Dortmund den geholt hat als Aubameyang-Ersatz. Weil da hat es in den letzten Jahren auch ein bisschen gehapert, muss man sagen. Du hattest keinen so wirklich hinter Aubameyang. Und wenn sich Aubameyang dann mal verletzt hatte oder eine Rot hatte, musste da Schüle spielen. Schüle, muss man aber sagen, hat da teilweise gar nicht so schlecht gespielt. Überhaupt verstehe ich leider den Hass gegenüber Schüle nicht so ganz. Und Philipp verbessert sich direkt auf 80, muss ich sagen, finde ich sehr angenehm. Ich finde das sehr, sehr schade, dass Philipp in Dortmund so sehr, dass Schüle so sehr in Dortmund, ich sag mal, gehasst wird, beziehungsweise gemobbt ist auch das falsche Wort. Also, viele können die Verpflichtung nicht nachvollziehen, aber ich muss sagen, dass Philipp für mich, Schüle, ein sehr starker Spieler an für sich ist. Das hat man schon öfter in der Nationalmannschaft gesehen. Und ja, unter Peter Bosz können die jetzt richtig auftrumpfen. Natürlich gibt es jetzt hier in diesem Karrieremodus Peter Bosz nicht. Ich bin der Nachfolger vom guten alten Thomas Tuchel. Ja, so ist das halt, ne? Ich hoffe, euch gefallen im Übrigen auch die Thumbnails. Ich habe mir da mal was Kleines Neues ausgedacht, dass ich so, ja, hauptsächlich schwarz-weiß und dann manche Farben halt so extrem rausstechen lasse. Könnt ihr auch mal eure Meinung zu schreiben. Generell würde ich mich natürlich mega freuen über einen Daumen nach oben und Kommentaren. Ihr kennt mich, ja. Ich sag das manchmal ein bisschen zu oft. Bin ich auch ehrlich, muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber Dortmund will Meister werden. Wo werden wir denn eingeschätzt? Zweiter. Schlüsselspieler Sokratis? Echt? Holy moly, was? Zum Teufel. Bremen als Achter? Okay. Borussia Mönchengladbach als Zwölfter. Und ja, ich muss sagen, Bremen. Mich mal ganz kurz dazu zu äußern, weil wir ja bei FIFA 18 mit dem Spiel werden. Boah, mir fehlen ja noch ein paar Transfers, ne? Also, ich finde den Kader von Werder Bremen noch nicht optimal, muss ich gestehen. Ich weiß auch nicht, ob die da jetzt in den nächsten Tagen was holen werden. Aber, naja, auf jeden Fall will Bayer Leverkusen zur Elite Europas gehören. Und der Schlüsselspieler Sven Bender, von uns natürlich gewechselt. Und, ja, wie gesagt, ich habe die ganze Bundesliga dürfte top aktuell sein, ja. Jetzt natürlich, wenn jetzt heute noch irgendein Transfer passiert oder morgen, sind die jetzt nicht mit drin, aber das sollte jetzt auch nicht so schlimm sein. Und dann haben wir noch ein bisschen was für FIFA 18, wir mit MSV Duisburg und Werder Bremen durchstarten und am Ende dann vielleicht wieder mit Dortmund, ich weiß nicht. Also ich mag, muss ich gestehen, Dortmund sehr, sehr gerne, ich finde den Kader einfach klasse. Toljan finde ich eine Top-Verpflichtung und ich finde auch, ich habe im Übrigen an mehreren Punkten gearbeitet von einzelnen Spielern, nicht nur bei Dortmund. Ich habe zum Beispiel die Spielerwerte von RB Leipzig um einiges höher gemacht, teilweise. Also das bedeutet, ein Forsberg hat jetzt nicht mehr 80, hat jetzt 83 und so. Ich habe teilweise also wirklich viele Spieler stärker gemacht, um die ein bisschen anzugleichen. Und im nächsten Part spielen wir also gegen Mainz, RB Leipzig und Kopenhagen. Die Frage ist, welche Spieler davon sollen wir simulieren? Ich werde jetzt noch eine Umfrage dazu machen. Werde ich nicht bei jedem Part machen, weil ich halt auch mal was im, ja, Zusammenhängendes aufnehmen, beziehungsweise ein paar Folgen hintereinander. Aber heute könnt ihr abstimmen. Und zwar, welches Spiel soll simuliert werden im ersten richtigen Part in diesem Karrieremodus? Das Mainz-Spiel, das RB Leipzig-Spiel, muss ich gestehen, will ich nicht simulieren. Gegen die will ich spielen. Oder das Kopenhagen-Spiel heißt, Leipzig simulieren, Mainz simulieren oder Kopenhagen. Leipzig will ich eigentlich gegen spielen. Das sieht jetzt echt... Sorry, ich wollte euch nicht den Mittelfinger zeigen. Auch nicht schlecht, ne? Und da würde ich sagen, ich hoffe, ihr freut euch auf diesen Karrieremodus. Lasst dazu auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren. Ich antworte euch, ihr kennt mich. Hat zwar in der letzten Zeit ein bisschen nachgelassen, aber ich werde damit wieder anfangen. Heißt, ich antworte euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, wenn es in die ersten Spiele geht. Vergesst die Umfrage nicht, vergesst den Daumen nach oben nicht jetzt beim neuen YouTube-Design. Kann man das dann noch weniger übersehen. Heißt, ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part.